Ja, meine Damen und Herren Stadträte, ich bin jetzt etwas überrascht, muss ich sagen. Wir haben hier tagt ein Kommunalparlament und eigentlich wäre die Sitzung gar nicht notwendig gewesen, wenn die Sitzung in der letzten Woche schon vernünftig stattgefunden hätte. Das ist leider gescheitert an den technischen Voraussetzungen, sodass wir jetzt etwas unter Zeitdruck stehen und uns natürlich damit zu beschäftigen haben, was Gera als Stadt, was die Kommune, was die Stadt Gera interessiert. Und Herr Weber, dass Sie sich jetzt hier vorne hinstellen, ich meine, dass Sie sich seit Jahrzehnten als verkanntes Talent in der Politik herumtreiben, ist allen bekannt. Aber den Gera Stadtrat jetzt für so plumpe Hetze, den Gera Stadtrat jetzt für so plumpe Hetze gegen die AfD zu missbrauchen, das hätte ich nicht mal Ihnen zugetraut. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Weber. Wie Sie, gestern war der 40. Jahrestag der Ermordung von Hans-Herbert Kari. Die Mordwaffe von Hans-Herbert Kari wurde transportiert mit einem PKW, der damals auf Joschka Fischer zugelassen war. Also kümmern Sie sich einfach mal um Ihre eigene Vergangenheit und versuchen Sie nicht hier im Gera Stadtrat Gerüchte zum Thema zu machen, die mit der Gera Stadtratsarbeit überhaupt nichts zu tun haben. Sie wissen Herr alle, Brandner, ich wir, bitte haben, Sie. Wir haben in der Landesregierung eine SPD, die um die 5%-Hürde herumkrebst. Wir Herr haben Brandner, einen ich Verfassungsschutzpräsidenten, gegen... ich sage was dazu. Wir haben einen Verfassungsschutzpräsidenten in Thüringen, der der SPD angehört. Dieser Verfassungsschutzpräsident in Thüringen kandidiert für die SPD, für den Deutschen Bundestag in einem Wahlkreis, in dem die AfD gute Chancen hat. Dass dieser Verfassungsschutzpräsident jetzt plötzlich natürlich die AfD als Feind entdeckt und mit nachrichtendienstlichen Mitteln bearbeiten und in die Knie zwingen will, das ist ich sowas den von Herrn offensichtlicher Missbrauch des Verfassungsschutzes, sodass wir über das, was der Verfassungsschutz da angeblich beschlossen hat, die nicht ansatzweise zu debattieren brauchen und wir deshalb Ihren absolut unsinnigen Antrag deshalb zurückweisen sollten. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beantrage ich, die Sitzung des Stadtrats für wenige Minuten zu unterbrechen und begründe diesen Antrag wie folgt. Gestern hat der Innenminister des Freistaats Thüringen das Kabinett darüber informiert, dass die rechtsextreme AfD vom normalen Verdachtsfall hochgestuft wurde und das mit der Folge, dass die AfD nunmehr uneingeschränkt durch den Thüringer Verfassungsschutz beobachtet wird. Das, meine Damen und Herren, hat Konsequenzen. Beispielsweise ist es so, dass im nächsten Jahresbericht des Thüringer Verfassungsschutzes die AfD auftauchen wird. Neben den beiden Parteien, die man schon heute dort finden kann. Neben dem Dritten Weg und neben der NPD. Das hat natürlich weitere Konsequenzen, meine Damen und Herren, auch für uns Demokraten in diesem Stadtrat. Gera ist seit dem heutigen Tage die einzige Stadt in Deutschland, deren Vorsitzender Mitglied einer Fraktion, einer Partei ist, die derart verfassungsfeindlich ist, dass der Landesverfassungsschutz diese Partei offiziell beobachtet. Und ich bin sehr sicher, dass ich nicht nur für Bündnis 90 Die Grünen spreche, sondern für alle Mitglieder dieses Stadtrats, die Teil von demokratischen, verfassungstreuen Parteien und Wählervereinigungen sind, wenn ich sage, wir halten diesen Zustand für unerträglich. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordere ich Herrn Dr. Etzroth auf, sein Mandat als Vorsitzender des Gera Stadtrats unverzüglich niederzulegen. Herr Dr. Etzroth, wenn Sie auch nur ansatzweise der Ehrenmann sind, der zu sein Sie regelmäßig vorgeben, dann kann es für Sie nur eine Konsequenz geben, den sofortigen Rücktritt. Wenn Sie Gera auch nur ein wenig mögen, dann treten Sie heute zurück. Und ich kann gut verstehen, wenn Sie das nicht unverzüglich entscheiden können, sondern einige Minuten brauchen, um in sich zu gehen. Und dafür soll die Unterbrechung der Stadtratssitzung dienen. Anschließend hoffe ich, dass Sie die Kraft finden, das einzig Richtige zu tun am heutigen Abend, nämlich Ihren Rücktritt zu verkünden und das Amt niederzulegen. Wenn Sie diese Kraft nicht finden, Herr Vorsitzender, dann ist es so, dass ich bereits jetzt beantrage, dass die Tagesordnung ergänzt wird durch einen Tagesordnungspunkt 0, der da lautet Abwahl von Dr. Etzroth als Vorsitzender des Gera Stadtrats. Abschließend bitte denken Sie daran, dass die rechtsextreme AfD eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Vielen Dank.